So, meine Freunde, ich begrüße euch heute wieder zu einem neuen Kochkurs. Wir haben hier in der letzten Woche das Unboxing der Topfhelden Heldenbox gemacht. Nochmal danke für den Rabatt. Ich habe euch ja am Ende des Videos versprochen, dass wir das Essen mal nachkochen werden. Und ich habe mir dafür das Rezept rausgesucht, was in der Hinsicht am kritischsten ist, da es wirklich sehr viel frisches Zeug enthält, wie beispielsweise das Fleisch. Dementsprechend fangen wir auch heute direkt an mit dem Frikassee. Genauer gesagt machen wir natürlich das französische Putenfrikassee. Ich habe uns schon mal alles vorbereitet, was wir benötigen. Die Putenbrust, kann man sehen, die Zwiebel, die Möhre, naja, Karotte nenne ich es jetzt einfach immer, die gelbe Paprika, die wir hier haben, die Champignons, die hier hinten sind, kann man auch noch erkennen, genau. Dann der Reis, der sich hier irgendwo darunter versteckt, hier genau. Dann natürlich den Naturjoghurt, der hier, der sich heimlich aus dem Stich machen wollte. Dann den Brühwürfel, der hier auch irgendwo rumkriecht, genau hier. Und natürlich unsere Petersilie. Eigens dazugeben sollen wir laut Rezeptkarte Salz, dann Pfeffer, dann das Mehl, welches hier rumhüpft. Und natürlich das Öl, welches noch im Schrank ist, das ansonsten bei meinem Glück runterfällt. Und dann ist der Boden glitschig und dann kriegen wir kein Kochvideo hin. Dementsprechend würde ich sagen, fangen wir an und halten uns heute mal extremst ans Rezept und gucken, ob das auch leicht verständlich für den DAO ist. Denn schließlich möchte der DAO, ja, der nicht kochen kann, das lernen. Daher gucken wir an, was zunächst da ist. Schneide zunächst die Putenbrust in etwa 2 cm große Stücke. Mische anschließend das Mehl mit etwas Salz und Pfeffer. Wende die Putenstücke darin. Gut, das werden wir jetzt auch gleich mal so machen und dann sehen wir uns wieder. So, Dalle, ich habe jetzt mal die Würfel wie besprochen klein geschnitten und wer weiß, dass ich in Franken wohne, der weiß, dass wir auf Rauten stehen, warum auch immer. Ich habe nun mal jetzt die 2 Esslöffel Mehl ein bisschen großzügiger abgegeben, mit Pfeffer, frisch gemahlen natürlich, und Salz mal in die Schüssel, in den Teller. Jetzt vermesche ich das Ganze mal wie angegeben im Rezept. Da könnt ihr ruhig den Löffel davon nehmen, den ihr beim Mehl verwendet habt, denn es ist ja noch nichts anderes dran. Ihr könntet das Ganze natürlich auch sieben. Aber bei 2 Esslöffeln Mehl, muss ich gestehen, mache ich mir die Mühe nicht, denn das ist ja auch, ja, es soll ja auch am Abend ein bisschen schnell gehen, wenn man von der Arbeit heimkommt oder wie heute am Sonntagabend nach einer 6-Tages-Schicht, dass man einfach am Ende in was Leckeres reinbeißen möchte. Dann am besten nochmal kurz schütteln, damit wirklich der ganze Boden bedeckt ist. Und nun heißt es im Rezept, Moment, let me see, wende die Putenbruststücke darin. Gut, machen wir doch einfach mal. Und machen das jetzt einfach mal einzeln. Ich lege es danach wieder aufs Brett. Einfach um Platz zu sparen. Ihr wisst, die neue Wohnung ist ein bisschen kleiner. So, ich lege das jetzt einfach mal alles hier kurz rein. Wobei ich gestehen muss, so hatte ich das auch noch nicht. Mit kleinen Stücken, aber okay. Ich lasse mich immer gerne eines Neuen. Und passt gut darauf auf, dass es nicht zu viel ist. Dann ist es zu viel, dann brennt es in der Pfanne tatsächlich an und schmeckt widerlich. Das heißt, das bisschen genügt in der Hinsicht schon. Habt ihr zu viel drauf, einfach kurz abtupfen oder beziehungsweise abklopfen, damit es wirklich so ideal ist. Ihr könntet es auch schnell reingeben, wie hier jetzt beispielsweise, und es dann einfach wenden. Vorteil dafür ist natürlich auch, dass die zusätzliche Flüssigkeit, die beispielsweise noch daran war, durchs Abputzen bzw. einfach mal durchs unters Wasser halten, dass natürlich die Flüssigkeit dadurch auch verschwindet. Hier haben wir es beispielsweise so, dass es extremst schon zu viel ist, das heißt, ihr klopft es einfach echt schön ab. Oder streift es kurz ab, je nachdem. Ihr solltet nur keinem Nachbarn die Tür aufhalten, sonst fragt er euch, was ihr in eurem Labor gerade zubereitet. Kommt aber an Halloween extremst gut. Sodale. Mir ist in meinem letzten Video übrigens aufgefallen, wie oft ich Sodale sag. Dann habe ich mal danach gegoogelt, was das bedeutet. Und irgendwie, keine Ahnung, bin ich auf die Bedeutung der Kirche gekommen, wo ich mir gedacht habe, um Gottes Willen. Furchtbar, das ist furchtbar. Wenn man in der Hinsicht nicht so gläubig ist und dann so die ganze Zeit solche Wortphrasen verwendet. Aber gut, ihr wisst ja, dass ich, glaube ich, alles andere als heilig bin in der Hinsicht. Oh. So, gleich haben wir es auch schon geschafft mit einer Gratis-Sauerei. Und was ich gestehen muss, als ich das Fleisch jetzt ausgepackt habe, das war wirklich sehr adäquat verpackt. Sprich,
Wir hatten drei gleich große Stücke, die du einfach nur in der Mitte durchgeschnitten hast und dann wirklich so, ja, 2 Zentimeter Quadrate, Rauten, nennt es wie ihr wollt, machen konnte, ohne dass ich hier groß erstmal ein bisschen was zurecht machen musste, oder sie waren auch gleich groß geklopft, gleich dick und daher fand ich das recht schön. So, jetzt mache ich hier mal wieder ein bisschen Ordnung. Der nächste Schritt besagt: Würfel die Zwiebel, schäl die Möhre und schneide sie in Scheiben. Halbiere die Paprika und entkerne das Innere und schneide sie in Würfel. Putz die Champignons und schneide sie in Scheiben. Das werde ich jetzt auch mal schnell hier offscreen machen, damit wir einfach nicht so viel Zeit vergeuden und ich einfach hier mal kurz schnell vorankomme. Das heißt, wir sehen uns gleich. Wusch. So, ich bin wieder da. Ich habe jetzt mal alles hier geschnitten und auf Tellern vorne und hinten und oben, unten, links, rechts verteilt. Hab das Öl in den Topf gegeben. Und jetzt schauen wir mal, was Schritt Nummer 3 besagt. Gib das Öl in einen Topf und brate die Zwiebeln bei mittlerer Temperatur an. Gib das Fleisch hinzu und brate alles für etwa 10 Minuten. Gieß den Brühwürfel mit kochendem Wasser auf und gib nach und nach etwas Brühe in den Topf. Bring ausreichend Wasser zum Kochen und koch den Reis für etwa 15 Minuten mit etwas Salz. Gut, wir machen jetzt erstmal Schritt für Schritt, weil ich hier einfach ein bisschen platzsparender arbeiten muss. Dementsprechend werden wir jetzt, wie gesagt, die Zwiebeln mal reintun, dann das Fleisch. Während das Fleisch dann, ja, vor sich hin brät, werde ich das schnell mit dem Brühwürfel machen. Dann geben wir das dazu. Wenn ich dann hier ein bisschen Platz habe, werde ich noch unten eine Art Milchtopf holen, beziehungsweise den Stieltopf sozusagen. Darin machen wir dann den Reis. Vielleicht machen wir auch ein kleines Risotto draus. Wir werden sehen, wobei ich auch keine Zwiebeln mehr schneiden werde. Und dann können wir auch schon weitermachen. Hört ihr schon? Einerseits wollte ich euch jetzt zeigen, wie ihr feststellen könnt, wie das Öl schon heiß ist. Jetzt ist das Problem bloß, das Ding hat einen Metallgriff. Wenn ihr einen Holzgriff habt, gebt ihr den rein und wenn sich unten Bläschen bilden, ist das Fett bzw. hier das Öl heiß genug. Also das ist ein guter Tipp, der eigentlich in 99% der Fälle funktioniert. So. Da ich das aber mit der Zeit einfach raus habe, weil ich weiß, wie lange mein Herd braucht, ist es in der Hinsicht kein Problem mehr. Und jetzt holen wir mal hier das raus. Und dann könnt ihr schon sehen, hier haben wir das und das. Wir können es aber auch mal so probieren. Warte mal. Hört ihr es? Genau. Ihr müsst jetzt halt aufpassen, dass ihr wirklich nur die Zwiebeln reintut und nicht die Karotten. Aber das ist ja eigentlich das Geringste. Ich habe jetzt einfach mal den Teller genommen, weil was auch wichtig in der Küche ist, gerade in der Großküche, wo ich auch mal gelernt habe, dass ihr nicht unnötig viel Zeug einfach einsaut. Weil das muss ja alles wieder weggemacht werden und ja. Jetzt hoffe ich, dass es dem neuen Smartphone hier nichts ausmacht, aber ich denke nicht. Das alte war ja schon mit der Küchen-Action vertraut, wenn ihr euch erinnern könnt. Aber hier kommt eigentlich nichts hin. Und versucht es immer einigermaßen gleichzeitig rumzurühren, damit es auch schön glasig wird und sich auch wirklich alles toll verteilt und alles von allen Seiten kurz angeschwitzt wird. Ihr könnt es ja hier auch sehen, also ist ja auch kein Problem. Warte mal. Genau. Ihr könnt es dann auch mal ein bisschen lassen. Und wie gesagt, wir haben ja auch mal gelernt, als wir die Mehlschwitze gemacht haben, könnt ihr es ein bisschen länger drin lassen, damit sich einfach Aroma auch im Topf bildet und am Topfboden im Öl. Aber hier passt es jetzt in der Hinsicht so. Und wir können das Fleisch hinzugeben. So, ich mit meiner linken Hand, das ist immer so eine Sache. Und Kinders, werdet nie Linkshänder. So, und rein damit. Zum Glück ist die Spüle gleich auf der anderen Seite. So, das verteilt ihr jetzt auch einmal schön. Und lasst es dann tatsächlich mal ein bisschen drin.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, sobald das hier fertig ist, wieder. Okay, ich bin wieder da. Jetzt zeige ich euch mal, dass wir, nachdem wir das rein haben, dass ihr ganz vorsichtig bitte das erstmal hier reingibt. Denn ihr wisst ja, in heißes Öl niemals Wasser geben. Das heißt, seid da wirklich sehr, sehr vorsichtig. Solltet ihr unten auch eine kleine Kruste mittlerweile am Topfboden haben, ist das in Ordnung. Das verursacht das Mehl und das hält quasi den Geschmack unten. Deswegen geben wir auch die Flüssigkeit an alles Reis und gleichzeitig ist das Mehl einfach ein Verdickungsmittel. Hätten wir das damit nicht gemacht, müssten wir jetzt beispielsweise ein Mehlteiglein anwenden. Das heißt, man hat hier beim Rezept eben, man ist hier von hinten nach vorne gegangen, nicht so wie ich von vorne nach hinten oder von A nach B. Daher haben sich einfach die Wege jetzt hintenrum mal gekreuzt. Das Ganze lassen wir jetzt aber aufkochen, damit sich das auch vom Boden wieder löst, weil ansonsten haben wir am Boden eine Kruste, die natürlich auch nicht so deliziös ist. Sodele. Moment, da ist noch ein bisschen was drin, ist nicht ganz aufgelöst worden. Das geht aber gar nicht. So, Rolle. Ach Gott, komm da raus. So, jetzt. Sehr schön, so muss das sein. Das Ganze lasst ihr jetzt nochmal aufkochen und am besten macht ihr das jetzt mit einem Schneebesen, damit es halt einfach auch wirklich vom Boden dann wegkommt. Und keine Sorge, dass das so jetzt aussieht, dass Hühnerfrikassee, das hat sowieso so einen weiß-gräulichen Ton. Und es wird mit der Zeit ja noch ein bisschen dicker und die Brühe, die kommt auch noch dazu. Also keine Bange, es ist noch nichts verloren. So, ich gucke mir in der Zwischenzeit jetzt mal nochmal die zweite Hälfte des Schritts 3 an. Und zwar Wasser zum Kochen bringen und Reis für etwa 15 Minuten mit Salz warm machen. Jetzt müsst ihr wissen, es gibt verschiedene Methoden, um Reis zuzubereiten. Wie schon gesagt, einerseits mit einem Kochbeutel, aber den haben wir hier nicht. Dann natürlich mit frischem Reis, den wir regulär kochen könnten in viel Wasser. Oder wir machen Risotto-Art. Ich mache jetzt mal ganz normal, wie es das Rezept verlangt. Ich gieße einfach Wasser rein bis oben. Weil eine Menge ist hier leider nicht zu sehen. Daher machen wir es jetzt einfach mal so, wie jemand verstehen würde, der es nicht weiß. Geben zu viel rein und werden es am Schluss eben absieben. Das ist mir leider auch bei der Brühe aufgefallen, dass mir keine Mengenangabe angegeben wurde. Gott, gut, ich weiß, wie viel da rein muss, aber es gibt nach wie vor immer noch Menschen, die das nicht wissen. Vielleicht könnte man das in einem zukünftigen Rezept oder auf die Verpackung des Brühwürfels mitpacken. Egal, wir machen jetzt einfach mal weiter und geben einen zweiten Topf hin mit Wasser, den wir hitzen, und Salz für den Reis. Ich bin wieder da in meiner kleinen Hell's Kitchen. Da hinten seht ihr schon, da kocht das Wasser mit dem Salz drin. Hier vorne haben wir jetzt mittlerweile auch so alles, dass wirklich alles vom Boden weg ist. Naja gut, sagen wir mal, man kann es wegrühren. Und die Farbe hat sich auch geändert und der Geruch vor allem, er riecht echt gut. Wobei es mich gerade noch ein bisschen auch so an eine Art Fond erinnert. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen mehr Wasser reintun müssen in die Brühe, aber das passt schon so. Immerhin kommt da ja noch was rein. Während jetzt das hier noch warm wird, gucken wir uns mal an, dass wir hier die Möhrenscheiben ins Fleisch mitgeben. So, die Möhren haben wir hier, dann geben wir die mal mit rein. Denn wir wollen sie ja bissfest haben, aber auch nicht weich. Denn noch haben wir das Alter nicht erreicht. So. Das lassen wir jetzt einfach mal schön hier mitköcheln. Es muss nicht auf Stufe 3 oder auf der höchsten sein, auch nicht auf der niedrigsten. Hier empfiehlt sich dann immer die Mitte. So. Ein Vorteil von Frikassee ist eben auch, dass das Fleisch ein bisschen zerfleddert sein darf. Auch gerade bei Hühnerfrikassee. Mögt ihr eigentlich Hühnerfrikassee? Das würde mich schon mal interessieren. Ich finde ja, Hühnerfrikassee ist sowas von lecker. Da gibt es ja auch zig Varianten dafür. Und ihr seht auch, die Soße ist schon ein bisschen dicker geworden durch eben das unten, was wir unten hatten. Also es funktioniert so. Das ist das Schöne. Das heißt, man hat sich beim Rezept was gedacht. Das gefällt mir. Weil ich bin ja, muss ich ehrlich gestehen, kein großer Fan von Rezepten und Kochbüchern. Weil einerseits brauchst du bei der einen Hälfte der Sachen Dinge, die erstmal höllisch teuer sind und zweitens am Ende niemals so werden, wie sie angepriesen werden. Und auf der anderen Seite sind da Sachen dabei, das ist Schnickschnack. Ich mische das jetzt einfach mal miteinander. Wenn ihr es für euch macht, ist es nicht schlimm, macht ihr es für Besuch, unterlasst ihr das bitte, sondern nehmt zwei Schneebesen oder noch einen Kochlöffel.
Seid ihr aber in der Hinsicht alleine wie ich, dann sage ich ehrlich, ist mir egal. Also immer merken, wenn Gäste da sind, achtet da akribisch drauf. Das ist echt mal ein etwas anderer Kochkurs, muss ich ja gestehen. Der Reis kommt dann wie gesagt rein, wenn es köchelt, dann wird es runtergedreht, weil ansonsten laugt das Ding aus und geht hoch und das brauchen wir jetzt auch nicht. Das heißt, ich hole euch jetzt so wieder in 3-4 Minuten zurück, damit wir die Champignons mit reingeben. So, ich bin wieder da. Jetzt habe ich mal den Reis reingegeben und jetzt tun wir hier noch schnell die Paprika rein und auch die Champignons. Die Soße wird hier auch immer dicker. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Frikassee-Soße, die nur flüssig ist, alleine macht auch keinen Spaß. Wir geben als erstes die Paprika hinzu, denn die Paprika hat ein bisschen mehr Biss als die Pilze. So, oder? Ich glaube, ich muss irgendwann nochmal einen Putzfrauen-Startup testen. Oder einen Putzmann-Startup. Mal gucken. Eigentlich könnten wir jetzt auch wieder unser Arbeitsgerät wechseln. Da das jetzt aber schon in der Spüle ist, nehme ich jetzt das einfach mal. Weil es soll ja wie gesagt auch am Abend relativ zügig gehen. Und ihr seht beim Reis, was passiert, wenn es dann zu hoch ist. Deswegen schaltet schon ab. Ihr seht auch, wie das Licht langsam verschwindet. So, jetzt haben wir das hier. Und jetzt kommen dann noch die Pilze mit dazu. Die sind hier, schwuppdiwupp. Rein damit. Meine arme Spüle, die wird hier voll. Versucht einfach ein bisschen vorsichtig zu rühren, damit die Pilze nicht kaputt gehen. Aber sie werden eben kochen. Sollte es euch dann tatsächlich noch zu wenig Flüssigkeit sein, könnt ihr immer noch ein bisschen was nachgeben. Was aber dagegen auch hilft im Endeffekt ist, wenn ihr einfach jetzt dann das auf 1 lasst, einen Deckel drauf gebt, weil dann geht die Flüssigkeit wieder nach unten. Außer ihr habt natürlich einen Topf, der ein Loch hat. Dann geht natürlich der heiße Dampf nach oben und die Flüssigkeit verschwindet nach und nach. Da ich aber glaube, dass es vom Geschmack her so intensiv ist, können wir einfach auch theoretisch nur ein bisschen Wasser noch hinzugeben. Falls gewünscht. Wie gesagt, es sind immer Sachen, die muss jeder individuell für sich entscheiden. Der eine mag es ein bisschen flüssiger. Ich persönlich mag es, wenn es eher so ein bisschen dicker ist, weil ich es dann besser mit dem Reis und allem vermengen kann. Daher werden wir das jetzt so machen, dass ich hier einen Deckel drauf gebe. Dann lassen wir das jetzt knapp 15 Minuten so köcheln. Und rühren auch hin und wieder mal den Reis um, weil der setzt sich sonst unten fest. Und das ist das, was wir am wenigsten wollen. Huch. So was kann auch passieren. Dementsprechend sehen wir uns jetzt so in 10 bis 15 Minuten. Bis dann. So, ich bin wieder da. Ich habe jetzt das Ganze mal ein bisschen einköcheln lassen. Habe den Reis auch mal hier nochmals ein bisschen umgerührt. Und das auch, das ist ganz wichtig, weil das darf natürlich jetzt nicht im Nachhinein anbrennen, wenn wir vorhin das alles gelöst haben. Dementsprechend rührt das Ganze einfach immer schön rum. Jetzt kommt aber noch die entscheidende Zutat hinzu, und zwar der Joghurt. Und zwar unser Naturjoghurt. Das bedeutet, wir geben ihn jetzt einfach mal hinzu, nachdem ich die Petersilie jetzt einfach vorhin schon mal rein habe. Geben wir jetzt einfach mal den Joghurt hinzu. So, weil ich einfach... Na komm. So, hole noch schnell den Löffel, der hier auch noch liegt, Gott sei Dank. Und dann... So, achtet ihr am besten sehr gut darauf, dass ihr das Ganze jetzt auch gut ein bisschen umrührt. Denn jetzt kommt natürlich die Helligkeit ins Spiel, die ein Risotto hat. Und auch wie ihr sehen könnt, dieses bräunlich-gräulich-helle. Das Ganze rührt ihr wirklich gut um, damit es auch keine Flocken gibt. Denn es gibt Zutaten, die sind berüchtigt dafür, dass sie eben Flocken geben, wenn sie direkt so in die Hitze kommen. Deswegen ist es gut, wenn ihr da jetzt nochmal echt schön rührt. Und auch mit dem Schneebesen. Und ihr merkt schon, die Zutaten an sich sind alle wesentlich kleiner geworden. Einfach dadurch, dass sie eingekocht sind. Ich habe hier auch mal den Herd mittlerweile ausgemacht für das Frikassee. Da es einfach heiß genug ist, alles ist durch. Und jetzt reicht es wirklich nur noch, wenn wir es warm halten, bis unser Reis fertig ist. Der nächste Schritt sieht dann einfach nur vor,
Das wird in abgekochten, den Reis einfach abgießen und dann servieren wir das Ganze schön auf einem Teller. Das heißt, an dieser Stelle wird es jetzt wahrscheinlich von mir nur noch dann diesen letzten Clip geben, sozusagen, mit dem fertigen Frikassee und einem kleinen Geschmackstest. Was kann ich vorweg schon sagen? Es war auf jeden Fall interessant und das mit dem Rezept hat auch so funktioniert. Wie gesagt, ich bin da immer ein bisschen skeptisch zu Beginn, aber es ist durchdacht, es geht easy, riecht gut, ist frisches Zeug mit dabei. Und ja, die Karte kann man durchaus abheften in den Kochordner, falls man einen hat. Zum Glück habe ich den noch mit Glassichtfolien, dann kann ich es reinpacken. Dementsprechend hat auch die Zeitangabe von 30 Minuten, wir haben es hier oben, hat auch gestimmt soweit. Aber fürs Essen lassen wir uns natürlich richtig viel Zeit. Dementsprechend sehen wir uns dann, wenn das Ganze auf dem Tisch ist. Bis dahin. So, das sind wir wieder. Das wäre jetzt das finale Endergebnis. Unser gekochter Reis, ein bisschen schön zusammengemacht und unser ganzes frisches Essen. Ihr seht, nach wie vor die Paprika behält die Farbe, die Karotte auch, das Fleisch. Und wir haben die typische Frikassee-Farbe. Hier auch dann beispielsweise noch das Grünzeug. Und jetzt kommt aber das Wichtigste, und zwar die Geschmacksprobe. Einerseits, wie schmeckt das Fleisch mit dem Reis und allem verbunden? So, Moment. Okay, also, das Fleisch ist butterzart. So muss das sein. Auch die Karotte, beziehungsweise die Paprika, die ich jetzt gerade hier auf dem Löffel hatte, schmeckt exzellent gut, immer noch fruchtig, immer noch frisch. Das heißt, die Zeiten, die ebenfalls angegeben wurden, passen auch. Die Zutatenmenge an sich passt. Die Konsistenz her ist auch in Ordnung. Es ist nicht so flüssig, sondern es ist schon Frikassee-artig, nenne ich es jetzt einfach mal. Und dementsprechend kann ich tatsächlich dieses Rezept und diese Box, zumindest 50% davon, schon mal auf jeden Fall hundertprozentig empfehlen. Nächste Woche geht es jetzt dann auch weiter mit dem zweiten Kochkurs, sprich mit dem anderen Rezept. Und was das genau nochmal war, könnt ihr entweder im ersten Video nachsehen oder ihr lasst euch einfach nochmal überraschen. Das bedeutet, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in einer Woche wieder. Adios, amigos.